Sie wollen also jetzt wissen, was basisches Aktivwasser ist. Es ist ein Edelwasser. Der Unterschied zwischen normalem Wasser und basischem Aktivwasser ist so wie der zwischen Edelstahl und einem Eisen. Der Edelstahl rostet nicht. Das basische Aktivwasser verhindert auch das Rosten. Wie passiert das? Auf jeden Fall ohne irgendwelche Zusätze. Beim Edelstahl müssen Sie Vanadium und Chrom dazugeben, damit der Rost frei wird. Beim Wasserionisierer, mit dem das basische Aktivwasser hergestellt wird, passiert das einfach, indem Sie Energie reingeben und diese geschickt nutzen. Das heißt, Sie lassen Strom durch das Wasser laufen und dann passiert Folgendes. Das Wassermolekül wird gespalten. Was entsteht dabei? Zwei wesentliche Dinge, die das Ganze zum unverwechselbaren Edelwasser machen. Nämlich, es entstehen Hydroxidionen. Und zwar freie Hydroxidionen. Das ist der große Unterschied. Wenn Sie Mineralien ins Wasser geben, dann entstehen auch Hydroxidionen. Aber die sind nicht frei, sondern an die Mineralien hingebunden. Das heißt, die machen das Wasser nicht wirklich basisch. Durch den elektrischen Strom aber wird ein Hydroxidion freigesetzt und dann haben Sie eine reine, ungebundene Base. Die können Sie zur Entsäuerung benutzen, wenn Sie es trinken. Das Zweite ist, es wird ja ein Wasserstoff abgespalten von dem Wassermolekül. Und dieser Wasserstoff, ja, der gast zunächst mal aus dem Wasser aus, wenn er kann. In einem Wasserionisierer steht das aber unter Druck und so wird der Wasserstoff hineingepresst in das Wasser bis zur maximalen Sättigungsgrenze. So ein Wasser, ein wasserstoffreiches Wasser gibt es in der Natur tatsächlich nur in 3, 4 bekannten Quellen, die aus sehr, sehr tiefen Bohrungen kommen. Dort, wo nämlich wirklich viel Wasserstoff in der Tiefe der Erde noch vorhanden ist. Und wenn es rauskommt, dann hat es auch noch so viel Wasserstoff wie das Wasser aus einem Wasserionisierer. Nur die Heilquellen, diese wenigen bekannten Heilquellen, wenn man das Wasser da wegtransportiert, dann ist der Wasserstoff weg. Das ist der Grund, warum der Wasserionisierer erfunden worden ist. Weil nämlich der Wasserstoff dann unmittelbar produziert wird, kurz bevor ich ihn trinke, und dann hat er gar keine Chance zu verschwinden, sondern er verschwindet in mir und er nützt dort. Weil, was man nämlich seit den 20er Jahren weiß, ist, letztlich ist Wasserstoff das Einzige, was uns an unseren Nahrungsmitteln interessiert. Denn er ist das Ergebnis. Wenn Sie so wollen, unsere gesamte Energie ist eine verzögerte Knallgasreaktion. Wenn Sie den Zitronensäurezyklus in der Schule lernen mussten, dann haben Sie ganz komplizierte Wege gefunden. Aber der Witz ist, aus allem, was wir essen und was wir trinken und an Kalorien zu uns nehmen, wird Wasserstoff gemacht. Der Wasserstoff ist der Energiespeicher unseres Körpers. Und wenn wir jetzt ein solches energiereiches, wasserstoffreiches, gesättigtes Wasser trinken, dann tun wir uns was Gutes.